Weiter geht's mit Calling. Im letzten Part sind wir mit Makoto im Friseursalon gelandet und haben einen Schlüssel für diesen Spind hier gefunden. Aufmachen. Und jetzt haben wir eine Taschenlampe bekommen. Schön. Ist sonst noch was da drin? Nein. Aber so richtig weitergekommen sind wir damit ja nicht. Ne, hier liegt auch nichts. Wir können auch nicht hier die Schränke aufmachen. Oh Gott, da sitzt jemand. Das ist bestimmt sein Kumpel. Sadao-kun. Der aussah wie Shin, nur erwachsen. Kann das wahr sein? Ich hab Angst. Ich hab Angst. Warum bin ich jetzt wieder rein? Ich weiß es nicht. Ich hab so Angst. Da liegt was. Sadaos Notizbuch 2. Zunächst der Tod einer Friseurin in einem Schönheitssalon. Ihr Name war Midori Kato, 20 Jahre alt. Sie war neu und arbeitete dort erst seit dem Frühjahr. Die Managerin verließ den Salon laut eigener Aussage. Sorry. Nachdem sie Midori gebeten hatte zu schließen. Als sie am nächsten Tag wieder zur Arbeit kam, fand sie Midori tot. Und tot und eiskalt auf dem Fußboden. Gestern schien es ihr noch gut zu gehen und es war nichts Ungewöhnliches festzustellen. Es gab keinen Hinweis auf einen Kampf im Laden und auch ihre Brieftasche war noch in ihrer Handtasche. Außerdem hielt sie ihr Mobiltelefon in der Hand. Es ist sicher, dass es in dem Laden keinen PC gab. Anscheinend weist nichts auf die schwarze Seite hin. Aber es sind noch so viele Fragen offen, dass nichts ausgeschlossen werden kann. Oh Gott. Gehen wir dem hinterher. Ich kann mich nicht bewegen. Das muss es sein. Sadao! Wo ist der hin? Ist der denn hingegangen? Hä? Wo sind die... Warum sind die Köpfe alle runtergefallen? Jetzt habe ich noch mehr Angst. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich bin jetzt ganz feige. Mach die Tür zu. Ja, Sadao hat alle Köpfe runtergeschmissen. Und es gibt keinen erkennbaren Grund dafür. Nee, gar keinen. Ist das Blut? Was? Von wem könnte er sein? Wer? Der Nachricht? Der SMS? Was ist das denn? Okay, Nachrichten. Jo, da. Du hast da aus Memo 2 erhalten. Ich habe im Laden herumgesucht, konnte aber nichts Interessantes finden. Der einzige potenzielle nützliche Gegenstand war ein Mobiltelefon, das mal einer Frau gehört haben muss. Dieses Telefon. Ich frage mich, ob es noch funktioniert. Naja, ein Versuch kann nicht schaden. Ich wähle einfach mal eine Nummer, die ich bei meiner Nachforschung gefunden habe. Notizblock Telefonnummern hinzugefügt. Ja, wir haben ziemlich viele Telefonnummern. Ich weiß auch nicht, was heißes Mobiltelefon ist. Ich rufe jetzt erstmal heißes Mobiltelefon an. Da geht bestimmt nur jemand dran. Also ich glaube nicht, dass wir transportiert werden. Oh, Schütte werden wir doch. Ich glaube, man kann sich wirklich transportieren. Ach, hier sind wir jetzt.
Ach so, das war jetzt langweilig, aber ich fühle mich hier etwas sicherer. Ich speichere auch schon wieder, ich weiß, total nervig. Ich fühle mich hier etwas sicherer als in diesem komischen Friseursalon. Okay. Dann rufen wir doch mal die andere Nummer an. Ah. Ja, mal sehen, wo wir jetzt rauskommen. Aber anscheinend muss man sein Mobiltelefon zurücklassen. Uah. Ah! Entschuldigt, ich musste mal eben hier. Wo bin ich hier? Du kannst im Dunkeln nicht gut sehen. Ach, fick dich doch. Ja, sorry. Scheiße, ist das hier duster. Das ist eine Speicherkatze. Ja. Hier ist so viel Zeug, aber es gibt nirgendwo Licht. Sieht aus wie ein Hotelzimmer. Nee, was immer da drin ist, er nimmt es nicht. Uah. Warum waren da Handabdrücke, um Gottes Willen? Fallen hier mal eben so Geister von der Wand. Das Bad. Gott, da duscht jemand. Oh Gott, ich hab Angst. Ist das ein Kerl? Oder eine kurzhaarige Frau? Niemand da. Ich will Licht haben. Ja, hier kommen wir auch nicht raus. Wo ging es denn ins eigentliche Zimmer? Ach, hinter der Tür. Ja, ich weiß, dass du im Dunkeln nicht gut sehen kannst, Herrgott. Glücklicherweise habe ich zu lange gebraucht, um zu checken, was das überhaupt sein soll, um mich zu erschrecken. Ja. Ey, das gibt's doch nicht. Ist denn hier nirgendwo eine Lampe, die man anmachen kann? Ich hasse es, die sagen immer das Gleiche. Ey, es gibt hier auch nirgendwo einen Lichtschalter oder sowas. Ich finde hier nirgendwo eine Taschenlampe. Ich hab eine, ich Trottel. Also manchmal, ne? Da wurde verschiedenartige Schminke überall verteilt. Keine Ahnung.
Zum Öffnen muss ich das Rätsel lösen. Ja, das weiß ich, aber wir haben den Code noch nicht. Ein Handbuch für Zimmermädchen. Du hast Sada aus Memo 3. Tja, das ist eine Überraschung. Mit dem Mobiltelefon kann man sich bewegen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber wenn man anruft, gelangt man dahin, wo sich das andere Telefon befindet. Aber aus irgendeinem Grund funktioniert es nicht, wenn ich mein eigenes Mobiltelefon anrufe. Das war das Erste, was mir in den Sinn kam, aber das wäre wohl so einfach gewesen. Nicht umdrehen. Hier hat sich mal etwas befunden. Ja, wahrscheinlich eine Kaffeetasse oder sowas. Hotel Memo. 369. Was ist das für eine Nummer? Wer weiß. Achiru. Keine Ahnung. Nee, das kann man einfach nicht mitnehmen. In der Badewanne ist kein Wasser. Sadaus Notizbuch 3. Als nächstes der Todesfall in einem Hotel. Ihr Name war Kei Shoji. 32. Eine Büroangestellte auf Geschäftsreise. Hotelangestellte sahen in ihrem Zimmer nach, als sie morgens nicht auscheckte und fanden sie tot in einem Sessel. Auf dem Tisch stand ein Laptop. In der rechten Hand hielt sie ihr Mobiltelefon. Man konnte feststellen, dass sie am Abend zuvor noch bis 22 Uhr Nachrichten an ihren Chef geschickt hatte. Der Tod musste also danach eingetreten sein. Sie haben allerdings nicht über Telefon miteinander gesprochen. Es gab keinen Hinweis auf einen Eindringling und die Polizei kam zu dem Schluss, dass kein Verbrechen begangen wurde, da das Zimmer komplett verschlossen war. Die Todesursache wurde aber bisher nicht bekannt gegeben. Geh raus. Akte. Hotelmemo. 369. Ja. Drei, sechs, eins. Was ist drin? Ein Mobiltelefon. Unser Handy meldet sich. Habt ihr gesehen? Die hatte einen Panda als Hintergrundbild. Wie süß. から車内の配置転換で担当が変わるの。そう。
そう。月一で出張してこれなくなるわ。しょうがないじゃない。自腹でここまで来れるほどいい給料はもらってないの。これからはあなたが来てくれる？ほら、やっぱりダメじゃない。だったらもうこれっきりの方がいいと思うの。Aha. Da hat die wohl mit ihrem Freund Schluss gemacht. Telefonisch. So. Ja, tut mir leid, dass ich am Anfang dieses Parts so herumgeirrt bin, aber ich habe total vergessen, dass die Taschenlampe dauernd ausgeht, wenn man transportiert wird. Ja, ich mache hier einen Schnitt und im nächsten Part gibt's hoffentlich mehr zu sehen.